Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Our Clock. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, jetzt ist die Frage, können wir einfach ins Bett gehen oder will er sich nochmal betrinken? Ich hoffe mal, er geht jetzt einfach so ins Bett. Ja, macht er. Sehr gut. Aufzeichnung, Dienstag, 13. November 2007. Aktueller Untersuchungsstatus. Mit allen Patienten sind weitere Erinnerungsrekonstruktionen gelungen. Thematisch durchzieht eine bislang unbekannte Bedrohungssituation die Schilderungen aller Patienten. Ob es sich dabei um kollektive Wahnvorstellungen oder reale Ereignisse handelt, ist noch nicht feststellbar. Dass sich die fünf gemeinsam an ein und demselben Ort aufhielten, kann als gesichert gelten. Es verdichten sich die Hinweise, dass der gesuchte Aufenthaltsort ein militärisches Gelände sein muss. Insbesondere wurde von Patientzelle 3 ein Funkraum erwähnt und eine militärische Frequenz hat entsprechende Signale aufgefangen. Allerdings gibt es von den Behörden noch immer keine Hinweise auf eine infrage kommende Anlage. Der Zustand der Patienten ist weiterhin stabil. Die Ansprechbarkeit hat sich bei allen verbessert. Weniger externe Hilfsmittel sind für die Sitzungsdurchführung notwendig. Mit weiteren Therapiefortschritten ist zu rechnen. Privatnotiz. Es passieren merkwürdige Dinge. Der Detective, mit dem ich zusammenarbeite, hat mir heute erzählt, dass die NSA meine Army-Personalakte angefordert hat. Ich frage mich, warum? Was hat die NSA mit meiner Arbeit hier zu tun? Ich werde den Verdacht nicht los, dass es etwas mit meinem Ausscheiden aus der Army zu tun hat. Meine Arbeit an den Simulatoren steht mit diesem Job höchstens oberflächlich in Verbindung. Und Kims Unfall? Nein, die Ermittlungen sind längst eingestellt. Obwohl, wer weiß, vielleicht hat Kim sich bei denen gemeldet? Ich weiß nicht mehr, was ich hier noch sagen soll. Könnte ich ihr meine Augen geben? Ich würde es tun. Sie schickt mir Sachen ins Hotel. Fast jeden Tag. Ich habe Angst, dass sie es ernst meint. Und ich kann nichts tun. Wenn ich sie anrufe, rege ich mich auf. Das macht es nur schlimmer. Ich muss mich beruhigen. Vielleicht kriege ich es dann nochmal wieder hin. Vielleicht. Ich träume schlecht. Jede Nacht. Im Hotel schauen mich die Leute schon komisch an. Privatnotiz Ende. Wie gesagt, weniger Alkohol wäre vielleicht gar nicht so unverkehrt, das Ding. Oh je, jetzt bin ich gespannt. Träumst du wieder? Nee, wir springen direkt in Kapitel 4. Versunken. Ich sollte Terry anrufen. Ah, das machst du jetzt automatisch, wie es aussieht. Okay. Ingram? Hi, ich bin's. David. Hör mal, tut mir leid wegen gestern. Ich bin ein bisschen mit den Nerven runter. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich hier für Ärger habe. Mal was anderes. Terry, du musst mir Geld leihen. $2,000. Kannst du mir das schicken? Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, Kim hat die Kreditkarte sperren lassen. Also, geht das? Nein. Nein? Wieso nicht? Bist du nicht flüssig? Ich werde das nicht unterstützen, David. Du wirst was nicht unterstützen? Du bist am Ende. Merkst du das nicht? Kim hat das Konto nicht überzogen, David. Warum lügst du? Natürlich hat sie. Sie kann selbst kein Geld mehr abholen. Das kann nicht sein. Oh doch. Ich denke schon, dass das sein kann. Sie hat mir noch andere Dinge über dich erzählt, David. Dinge, die bei dir immer anders klangen. Du gehörst in Behandlung. Sofort. Was hat Kim gesagt? Sie hat mir von der Party erzählt, David. Du warst betrunken. Du hast die Petroleumflasche nach ihr geworfen. Die Flasche ist im Grill gelandet. Und es war deine Schuld. Das ist nicht wahr. Doch, David. Es ist wahr. Es war ein Unfall. Nein, es war deine Schuld. Es wird Zeit, dass du dir das eingestehst. Das ist nicht wahr. Hör auf. Bei deiner Army-Entlassung war es doch genau dasselbe. Du warst betrunken und du hast einen der Probanden angegriffen. Am Simulator. Während der Sitzung. Ich... Es steht in deiner Akte. Meine Akte? Woher hast du meine Akte? Frank hat sie angefordert. Meine Akte ist bei der verdammten NSA. Nicht mehr. Frank hat eine Kopie für den Scheidungsprozess. Das ist ja wohl das Allerletzte. Nein. Das Allerletzte ist das, was du machst. Was mich angeht, ich verkrafte das. Aber was du mit Kim machst, David, das ist unverzeihlich. Was mache ich denn mit ihr? Hat sie dir erzählt, dass sie ein Messer mit ins Bett nimmt? Ein Messer? Ein Messer. Sie schläft keine Nacht mehr.
Und der Grund bist du. Warum hat sie das nicht mir erzählt? Schrei mich nicht an. Du hättest dich sofort in Behandlung begeben müssen. Schon damals, nach deiner Entlassung. Deine Ehe rettest du nicht mehr. Aber vielleicht rettest du wenigstens dich selbst. Terry, ich kann das nicht glauben. Was ist nur passiert mit uns? Die Frage ist, was ist passiert mit dir? Vielleicht findest du es raus. Ich wünsche es dir. Was ist mit Kim? Kann ich... Ich kümmere mich um sie. Ich muss Schluss machen. Mach's gut. Okay, interessant. Ja, es ist die Frage, wer hat jetzt wirklich recht? Hat Kim, Kim hat gesagt, er hätte die Flasche geworfen und er sagte, es wäre ein Unfall gewesen. Andererseits bei ihm, er hat halt auch Wutausbrüche, wo man allerdings nicht weiß, ob sie schon vorher da gewesen sind oder nicht. Und auch diese Wahnvorstellung, wie er mit dem Spiegel gemacht hat. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass Kim da auch recht hat. Andererseits könnte ich mir aber auch vorstellen, dass Kim das nicht richtig gesehen hat, weil das geht doch bestimmt ziemlich schnell. Vielleicht ist er wirklich nur gestolpert oder was weiß ich zum Beispiel und das Ding ist eher ja, hingeflogen oder so. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, vor allem wie gesagt mit den Wutausbrüchen und diesen Wahnvorstellungen, die du da hast, ob das wirklich vielleicht nicht deine Schuld gewesen ist. Ja, okay. Also mit Terry haben wir geredet, mit Kim müssen wir wahrscheinlich nicht reden. Das heißt, wir gehen wohl mal nach unten. Bank brauchen wir auch nicht reden. Mr. Flynn? Sir. Na, da gibt's nichts. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Aber anscheinend gab's aber auch keine neuen Beschwerden. Das heißt, du hast wahrscheinlich besser geschlafen. Das ist doch schon mal immerhin etwas. Okay, dann heißt es, wir gehen wieder zurück. Ins, die sind neu. Aber kann man nichts mit denen machen. Na gut. Ja, also sehr interessant, was da alles passiert. Sieh mal an, ein bekanntes Gesicht. Das ist doch dies. Oh, zwei bekannte Gesichter. Moment mal. Ist das da hinten nicht? Doch, das dürfte Ding sein, Dr. Young. Hi. Tja, so sieht man sich wieder, was? Oh, Mr. McNamara. Sie kennen sich? Ja, ja, natürlich. Wenn man oft die Fähre benutzt, kennt man irgendwann jeden, der mitfährt. Mhm. Meine Güte. Der Sturm ist noch stärker heute. Man muss verdammt aufpassen, dass man nicht zu dicht an den Anleger geht. Absolut. Wissen Sie, wie tief das Wasser hier ist? Wissen Sie's? 15 Meter. Das ist eine Menge. Oh ja. Sind Sie ein guter Schwimmer? Nicht so besonders. Ich auch nicht. Dann passen wir wohl besser auf uns auf. Mhm. Sie sind so still, Doktor. Etwas nicht in Ordnung? Doch, doch. Alles bestens. Die Fähre kommt. Wir können uns ja an Bord noch ein bisschen unterhalten. Sicher. Also dann. Netter Kerl, dieser Mr. Wie heißt er eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie zufällig, für welche Firma er arbeitet? Nein, und es interessiert mich auch nicht. Was ist? Kommen Sie nicht mit rein? Nein, ich muss noch etwas erledigen. Ach so. Nachher bin ich aber für Sie da. Und Sie haben ja den Beaver. Ich bin ganz in der Nähe. Na gut, dann sehen wir uns nachher. Ich glaube, heute wird ein guter Tag. Ich bin gut vorangekommen. Die Mädchen sind sehr zugänglich inzwischen. So, das freut mich. Naja, bis später. Vielleicht, ich meine, wir wissen ja, dass das der Clark ist. Oder das müsste dieser Clark gewesen sein. Oder doch nicht? Oder war das doch jemand anders und der Clark war doch noch jemand, noch eine andere Person? Ich habe jedenfalls das Gefühl, da will mit dem noch alleine unter vier Augen mit dem sprechen. Okay, jetzt reden wir erstmal mit Miller und dann gehen wir rein. Schauen wir mal ins Cockpit und das andere, dieser Aufenthaltsraum, ob die offen sind und dann geht's zu Zelle 2. Morgen. Morgen. Wir sind wohl gestern ein bisschen aneinander geraten, was? Vergessen wir das? Vergessen wir das. Okay. Ich habe schon genug Ärger. Ich auch, Doc. Ich auch. Ich muss rein. Wir sehen uns später. Viel Erfolg. Also dann. Okay, aber das hört sich doch ganz gut, dass es zwischen denen wenigstens gut ist. So. Das ist wahrscheinlich abgeschlossen, weil Young nicht da ist. Abgeschlossen.
Das heißt, im Moment ist gar keiner da. Oh, was ist das? Das sieht aber jetzt scheiße aus. Was ist da passiert? Oh Gott. Oh mein Gott. Dr. Young! Dr. Young! Ich muss ihn sofort herrufen. Pieper. Aber das sieht aber auch nicht aus, als ob das Selbstmord gewesen wäre. So wie das Blut überall da rumgespritzt ist und hier, oder? Und außerdem hat sie kein Messer gehabt was oder so dafür. Was denn schon wieder? Oh, gute Güte. Tja, das sieht aber nicht gut aus. Ja. Da ist nichts mehr zu machen. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Wie ist das passiert? Ich würde sagen, sie hat sich die Pulsadern geöffnet. Aber wie? Mit einem stumpfen Gegenstand. Wird nicht leicht gewesen sein. Wie konnte das passieren? Hat denn niemand etwas bemerkt? Sie hatten ja selbst darum gebeten, dass wir die Patienten in Ruhe lassen, David. Das ist das Ergebnis. Ich gratuliere. Was soll das heißen? Wollen Sie sagen, das hier ist meine Schuld? Sie muss obduziert werden. Ich will wissen, wie das passieren konnte. Sie sehen es doch. Sie haben einen Fehler gemacht. Und nicht den ersten. Ich habe einen Fehler gemacht? Ich rufe jetzt den Krankenwagen. Ach du Scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wie kann man sich... Mein Gott, das darf alles nicht wahr sein. Wie kann man sich die Dinger aufschlitzen, wenn... mit einem stumpfen Gegenstand und... okay, da wird ein Blut natürlich rausgespritzt sein, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also dass das ohne Hilfe passiert wird. Also, das glaube ich jetzt nicht so richtig. Termin morgen. Ich wollte nur Bescheid sagen, ich komme morgen. Ich habe alle Unterlagen zusammengesucht. Es müssten heute Abend auch Sachen für dich im Hotel ankommen. Also dann, bis morgen um 8, Kim. Wir rufen den Inspektor an. Ich glaube, das ist erstmal wichtig. Also, das verstehe ich ja auch nicht. Also, die hat auch nicht so den Eindruck gemacht, als ob sie sich jetzt umbringen würde. Sie ist zwar nicht so diejenige gewesen, die wie der Jonathan oder der Ray am kooperativsten waren, aber das geht auch nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit guten, mit rechten Dingen zugeht. Na hopp, geh ran. Moretti? Detective, ich muss Ihnen etwas sagen. Ja, ich weiß. Sie wissen was? Die Patientin aus Zelle 2 ist tot. Woher wissen Sie das? Wir haben gerade die Anzeige bekommen. Anzeige? Sie hat sich umgebracht. Doc, jeder gewaltsame Todesfall wird auf Mord überprüft. Sie werden also Dr. Young und Tamara überprüfen? Wir haben schon mit den beiden telefoniert. Sie geben an, zum fraglichen Zeitpunkt zusammen gewesen zu sein. Und Sie haben zu Protokoll gegeben, dass Sie Anweisung gegeben haben, die Patienten allein zu lassen. Das stimmt so nicht. Ich hatte... Sie können mir das heute Abend in Ruhe erzählen. Ich muss Sie aber informieren, Doc, dass das keine private Abendverabredung wird. Aha. Tut mir leid, Doc. Ein Todesfall. Das ist kein Spaß. Es kann sein, dass Sie Ärger bekommen. Wie lautet der Vorwurf? Fahrlässige Tötung. Das ist absurd. Alle Patienten waren in stabilem Zustand. Ich habe beachtliche Erfolge erzielt. Ich kann mir absolut nicht erklären, was das Mädchen so plötzlich in den Tod treiben sollte. An Ihrer Stelle würde ich eher nochmal mit Dr. Young reden. Doc, Ihre persönliche Geschichte mit Dr. Young geht langsam in Richtung fixe Idee. Ich bin Polizist, ich halte mich an die Fakten. Und die Fakten sind, dass Sie mit der Patientin zuletzt Kontakt hatten. Und dass Sie dem Aufsichtspersonal verboten haben, sich um sie zu kümmern. Na, großartig. Also, heute Abend, Doc. Seien Sie pünktlich. Und noch was. Was immer passiert, Sie bleiben bitte in der Stadt, bis die Sache geklärt ist. Ja, sicher. Ja, na toll. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er damit was zu tun hat.
Und den Eindruck, ich meine, wir haben es ja gesehen gehabt, dass sie jetzt Selbstmord begeht, hatten, also ich habe den Eindruck nicht gehabt. Abgeschlossen. Und da hinten ist wahrscheinlich auch nochmal abgeschlossen. Abgeschlossen. Ach, dann müssen wir aber ganz normal mit dem Patienten weitermachen, ha? Also ich kann mir nicht vorstellen. Ist da irgendwas noch zu finden? Nee. Also ich kann mir nicht vorstellen, da Blut, da Spritzer, da Blutspritzer, da Blutspritzer und das mit einem stumpfen Gegenstand. Ich kann mir das, also ich kann mir nicht helfen. Da hat doch jemand nachgeholfen. Also mehr jedenfalls meine Meinung. Da und guck mal, da noch ein Blutdings, Abdruck von Handabdruck mit Blut. Hier, wo überhaupt kein anderes Blut ist. Also wenn sie da schon so sich das Ding gemacht hat und da müsste schon überall andere auch noch Blut sein, dann ja, also mir kommt es sehr, sehr seltsam vor. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da das mit rechten Dingen zugegangen ist. Hast du Na, vielleicht was gehört? Geht's ein bisschen besser? Müde. Immer noch müde. Immer noch. Können wir trotzdem eine Sitzung machen? Ich kann's versuchen. Okay, versuchen wir's. Doc? Ja? Ich habe heute Nacht Schreie gehört. Waren das echte Schreie? Oder waren das meine Erinnerungen? Wir sprechen später darüber. Ich habe Angst, Doc. Ja, das verstehe ich. Wir sind hier nicht sicher, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde tun, was ich kann, um euch herauszuholen. Halte durch. Und lass uns an deinen Erinnerungen arbeiten. Wenn wir herausfinden, was passiert ist, werde ich euch frei bekommen. Konzentrier dich. Ihr wart in dieser Küche. Weißt du das wieder? Ja, die Küche. Was ist passiert? Was habt ihr dort getan? Donnerstag, Abend jetzt. Ihr habt euch bewaffnet. Woher hattet ihr die Waffen? Komm schon, denk nach. Erinnere dich. Das dürfte von Cliff gewesen sein. Der hat doch gesagt, er hat die Waffen besorgt. Na los. Komm schon, Fettsack. Ich kann das nicht. Wie soll ich da runterkommen? Wie wär's mit Springen? Sie zwingen mich, in den Brunnen zu steigen. Ich will das nicht. Mhm. Und? Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Er ist zum Haus gegangen, glaube ich. Das werden wir herausfinden. Ich danke dir. Ja, okay, damit sind wir auch schon ein bisschen weiter gekommen. Jetzt sind wir also am Donnerstag. Da haben wir gesehen gehabt, die Waffen, wo ich mir alles vorher aufgeschrieben habe, also jeder der fünf hat eine Waffe gekriegt. Und ihn wollen sie jetzt runterschicken in den Brunnen, warum auch immer. Ja, eine krasse Sache auf jeden Fall. Sagst du sonst noch was? Er braucht nur noch eine kleine Erinnerungsstütze. Okay, das heißt, wir müssen erstmal mit den anderen reden. Okay. Und dann kriegen wir wahrscheinlich wieder so ein Gespräch halt, wo wir dann ihn wieder geben müssen oder so. Das Übliche im Großen und Ganzen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.